Natürlich hat der Iman gewisse Konsequenzen, die man dann sehen kann, weil ein Iman ohne Konsequenzen kann kein richtiger Iman sein. Dazu kommen wir aber auch noch. Ja, jemand, der behauptet, Iman zu haben, aber dieser Iman hat überhaupt keine Konsequenzen, keine Auswirkung auf sein Tun, sein Lassen, auf sein Auftreten, auf sein Verhalten, auf seine Aussagen. Überhaupt keine Auswirkungen, das kann gar nicht gehen. Das geht gar nicht. Ein richtiger Iman, der richtige Iman, hat unausweichlich und unmittelbar Konsequenzen und ja, eine Folgerungen, die sich in Wort und Tat dann umsetzen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja auch, diese Aussage, die manche Leute, die viele Leute in den Mund nehmen, besonders wenn es um gewisse Verbote geht, die Menschen praktizieren, und wenn man sie dafür dann kritisiert oder einfach nur ermahnt, also nicht mal kritisiert, einfach nur ermahnt, dass man das lieber nicht tun sollte oder tun soll. Und dann kommt diese typische Aussage, die man oft hört: Was ist, wenn er ein gutes Herz hat? Oder aber er hat vielleicht ein gutes Herz. Diese Aussage, auch wenn sie sehr harmlos scheint, das scheint also sehr harmlos zu sein, aber sie ist sehr gefährlich. Warum ist sie so gefährlich? Weil sie in Konflikt steht, diese Aussage steht diametral in Konflikt mit der Vorstellung des Muslims, mit den Vorstellungen oder mit der Auslegung des Korans über den Iman. Es kann nicht sein, dass jemand ein sauberes, ein schönes, gesundes, gutes Herz hat, aber seine Handlungen sind alle fehlgeleitet. Sein Tun alles übel. Seine Worte alle schmutzig. Das geht nicht. Diese Vorstellung, dass man auf einer Seite der beste Mensch sein kann mit dem Herzen, auf der anderen Seite der übelste Übeltäter, das ist widersprüchlich. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, der Hadith kommt auch in der Al-Arba'un Nawawiyya vor, den werden wir inshallah durchgehen. Er sagte, im Körper gibt es ein Stück Fleisch. Oder im Körper gibt es etwas. Im Körper gibt es etwas. Wenn das in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, wenn das in Ordnung ist, und er sagt es am Ende, das ist das Herz. Das heißt, wenn das Herz in Ordnung ist, dann müssen auch die Aussagen und die Taten in Ordnung sein. Andernfalls, wenn die Taten und die Aussagen nicht in Ordnung sind, dann können wir daraus schließen, dass das Herz auch nicht in Ordnung ist. Das ist die Vorstellung der Sunna und des Islams über die Beziehung von, ich nenne es mal, von innen und außen. Der Islam stellt sich hier nicht vor, dass ein Mensch innerlich eine Person sein kann und äußerlich eine andere Person. Das geht nicht, das ist widersprüchlich und nicht wirklich plausibel.